Ja, herzlich willkommen zu My Better Self. Mein Name ist Harald Wissel. Ich komme aus Greiling bei München. Ich bin Diplom-Ernährungsberater und an meiner Seite ist Susanne. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Susanne Zander ist mein Name. Ich bin Biologin und arbeite seit 8 Jahren in der Präventionsberatung. Ja, wir möchten euch heute informieren über unser Lebensstilkonzept My Better Self, wo es um das Thema geht, Prävention durch gesunde Ernährung. Dafür steht My Better Self. Und wir möchten heute über das Thema sprechen, Healthy Starts for Families. Es geht dabei um eine Basisversorgung mit den Mikronährstoffen aus Obst, Gemüse und Beeren. Die Mikronährstoffe sehen wir hier, Mineralien bis sekundäre Pflanzenstoffe, das, was Obst und Gemüse gesund macht. Es gibt überall auf dieser Welt Ernährungsempfehlungen. Bei uns in Deutschland ist es die 5-am-Tag-Kampagne. In anderen Staaten sind wir schon bei 8 am Tag oder wie in den USA gar bei 12 am Tag. 5-am-Tag-Kampagne, was heißt das? Das bezieht sich auf die Menge an vollreifem Obst und Gemüse, was man jeden Tag verzehren sollte. Nämlich 5 Portionen, 5 Handvoll, 3 Portionen Gemüse, 2 Portionen Obst und möglichst in den Regenbogenfarben. Denn es hat sich gezeigt, dass in Obst und Gemüse all das drin ist, was unsere Zellen schützt, vitalisiert, repariert und regeneriert. Nämlich die Mikronährstoffe, die ganzen sekundären Pflanzenstoffe, das ist das, was Obst und Gemüse gesund macht. Und da brauchen wir einfach die Menge und die Vielfalt jeden Tag für unseren Körper. Aber ich denke, ich spreche hier auch für jeden, der hier vom Bildschirm sitzt. Die Umsetzung ist echt schwer. Und das war gestern so und ist heute immer noch so. Wir haben hier die Zahlen von der Nationalen Verzehrstudie aus 2008. Und da zeigt sich, die Menge, die wir essen sollten, liegt etwa so bei 700 Gramm jeden Tag. Aber es wird deutlich weniger verzehrt. 2008 zwischen 300 und 400 Gramm. Und wenn man die Zahlen heute von 2018 daneben stellt, ist die Situation immer noch die gleiche. Aber es gibt auch noch einen dritten Faktor, der die Versorgung mit dieser Frische und den Nährstoffen aus Obst und Gemüse schwierig macht. Das ist nämlich der Vitalstoffverlust. Und da haben wir einmal den Faktor, dass die Sorten, die heute auf dem Markt angeboten werden, lange nicht mehr den Vitalstoffgehalt haben, wie die Sorten früher hatten. Ganz einfaches Beispiel, jeder von uns kennt den Chicorée, der war früher gallebitter, konnte man kaum essen und heute sind die Bitterstoffe herausgezüchtet, sodass er einfach schmackhafter ist, aber leider deswegen auch lange nicht mehr so gesund, wie er eben früher war. Dann die langen Transportwege. Alles Obst und Gemüse, was hier so dekorativ angeboten wird, wird unreif geerntet, grün, dann künstlich nachgereift, damit es hier bereit ist für den Verkauf und einfach appetitlich aussieht. Dadurch gehen aber auch die Inhaltsstoffe verloren, die im letzten Stadium der Vollreife, nämlich erst in die Pflanze aufgenommen werden. Und der dritte Faktor ist, dass viele der Obst- und Gemüsesorten tatsächlich in Monokulturen angebaut werden, unter hohem Einsatz von Pestiziden und Insektiziden. Nun könnte man denken, es ist ja ganz einfach, ich nehme einfach so ein Mineralien- oder Vitamin Kombipräparat und da kriege ich doch alles, was mein Körper braucht. Das ist aber mitnichten so, oder Harald? Ja, das ist genau das Thema. Ich habe am Anfang mich lang dagegen gewehrt, das Ganze überhaupt mal kennenzulernen, weil ich dachte, es geht um eine Vitaminpille. Aber darum geht es nicht. Es geht um die Basisversorgung mit dem Besten aus vollreifen, frisch geernteten Obst, Gemüse und Beeren, dass wir eben wirklich versorgt werden mit den Mikronährstoffen, die wir hier so schön in den Zahnrädern dargestellt sehen. Und das ist auch genau das, was wir anbieten möchten mit Healthy Starts for Family, dass die Basis, das Beste nicht aus Vitaminpillen, sondern das Beste aus vollreifen Obst, Gemüse und Beeren. In der schmackhaften Variante oder eben einfach in einer einfachen Darreichungsform in Kapseln abgefüllt. Was ist Schuss Plus? Schuss Plus, das ist eigentlich nichts anderes als 30 verschiedene vollreif geerntete Obst-, Gemüse- und Beerensorten, die ausgesucht wurden nach der Nährstoffdichte und nicht nach dem Geschmack, sondern wir haben uns hier auf die Suche gemacht, was sind die vitalstoffreichsten Gemüsesorten, Obst- und Beerensorten. Was ist das Besondere daran? Diese Obst-, Gemüse- und Beerensorten
werden bei Vollreife geändert, dass wir ein Maximum der Vitalstoffe in Obst, Gemüse und Beeren vorfinden. Das Ganze wird schonend getrocknet, erstmal zu Saft gepresst, dann schonend getrocknet. Wir wissen alle, Obst, Gemüse und Beeren zu Saft gepresst, 98% vom Obst- und Gemüse- und Beerensaft ist nur Wasser. Das wird entzogen, Zucker raus, Natrium raus, übrig bleibt ein Trockenpulver, was all das beinhaltet, was Obst, Gemüse und Beeren so wichtig macht. Und das ist dann eine ganz einfache Möglichkeit, den Körper jeden Tag bestens zu versorgen mit den wichtigen Inhaltsstoffen aus Obst, Gemüse und Beeren. Und das Schöne daran ist, Susanne, hergestellt nach höchsten Standards. Ja, das war uns vor allen Dingen ganz wichtig, als wir uns auf die Suche gemacht haben nach etwas, was die Lücke füllt zwischen dem, was wir sowieso essen, aber eigentlich der Menge, die wir essen sollten. Und wir wollten vor allen Dingen das auch teilen mit unseren Kindern. Unsere Kinder waren damals 4 und 6 Jahre alt und wir wollten sie natürlich nicht mit etwas versorgen, was vielleicht auf die Dauer gesehen schädlich sein könnte. Deshalb war es uns wichtig, dass diese Qualitätsstandard von der Juice Plus Company nicht nur eingehalten, sondern auch unabhängig, nämlich vom Institut Fresenius, noch überprüft werden. Dazu gehören zum Beispiel, dass Juice Plus frei ist von allen gentechnisch veränderten Organismen. Wir können sicher sein, dass es ohne Bestrahlung ist, dass keine Insektizide, Pestizide oder Nitrate drin enthalten sind. Dass es gluten- und laktosefrei ist, ist sozusagen zusätzliches Gulli, aber dadurch können wir einfach sicher sein, ein wirklich qualitativ hochwertiges Produkt jeden Tag in unsere Ernährung mit aufzunehmen. Und nicht nur das war für uns entscheidend, das nächste war eben auch, dass ich gesagt habe, ich möchte halt einfach dass auch nachgewiesen ist in Studien, dass wenn ich dieses Trockenpulver zu mir nehme, tatsächlich da auch Stoffe in meinem Körper nachweisbar sind, wie sie, wenn ich einen Apfel oder eine Tomate esse, eben auch in meinen Körper reinkommen. Und da sind wir ganz stolz, dass weltweit unabhängige Forschungsinstitute mit genau diesem Pulver, nämlich Juice Plus Pulver, geforscht haben und nicht an Laborratten, sondern wirklich Studien an Menschen. Da wurde die Bioverfügbarkeit nachgewiesen, aber zum Beispiel auch der Zellschutz vor oxidativem Stress. Es wurden Studien gemacht zur Hautgesundheit, zu den Blutgefäßen. Wenn ihr dazu Fragen habt, wendet euch an die Person, die euch dieses Video schickt. Und das ist wirklich ein hochspannendes Thema und sie wird euch da sicherlich mit weiteren Fakten versorgen. Ja, Susanne, ich weiß, dass die Studien sehr wichtig waren. Im Endeffekt sagt es nichts anderes. Juice Plus wirkt im menschlichen Körper wie frisches Obst und Gemüse. Da, wo wir aber am meisten stolz drauf sind, glaube ich, ist natürlich die Studien, auf die sind wir stolz, ist aber ganz klar die Healthy Stats for Family Studie. Das ist eine Anwendungsbeobachtung, an der mittlerweile schon 1,5 Millionen Familien weltweit teilgenommen haben. Es ist einfach kostenfrei für Kinder und junge Erwachsene von 4 bis 21 Jahren. Das heißt, wir kaufen Juice Plus bei uns und Kinder können das Ganze kostenfrei bis zu 4 Jahre beziehen. Alles, was dafür gemacht wird, ist einfach einmal pro Jahr ein Fragebogen, ganz normale Fragen, wie ernährt sich das Kind, wie oft ist es krank, wie viel Obst und Gemüse, wie viel Wasser trinkt das Ganze, das Kind. Und das ist eigentlich genau das, was man sehen will, ändert sich was im Bereich der Lebensgewohnheiten, wenn man Juice Plus für sich nutzt. Für mich ganz wichtig, dass das Ganze auch in schmackhafter Variante angeboten wurde für Kinder oder für Menschen, die keine Kapsel schlucken können oder wollen. Und da ist natürlich wichtig, dass natürlich das Ganze auch schmeckt. Unsere Süße kommt hier aus der Cassava-Wurzel. Das ist eine lateinamerikanische Nutzpflanze, die ganz wenig Insulin lockt, sodass der Blutzuckerspiegel langsam ansteigt. Natürlich auch gerade für Kinder wichtig, dass das Ganze auch schmeckt und trotzdem die Nährstoffe im Körper ankommen. Und diese Health Stats for Family Studie hat ganz besondere Ergebnisse hervorgebracht. Ja, das war mir ganz wichtig, denn wir wollten ja nicht nur irgendeine Alibi-Kapsel unseren Kindern geben, sondern auch etwas, was tatsächlich vielleicht auch nachhaltig wirkt. Und das zeigen die Daten aus dieser Beobachtungsstudie eindrucksvoll. Es reduziert sich schon nach 12 Monaten nicht nur der Konsum an Fastfood und gesüßten Getränken, sondern es verändert sich auch das Gesundheitsbewusstsein in den Familien. Und das haben wir selber bei uns auch beobachtet. Man
man trinkt einfach automatisch mehr Wasser und auch die Lust auf Obst und Gemüse steigert sich, da nämlich durch das Obst- und Gemüsepulver tatsächlich auch eine metabolische Programmierung vonstatten geht. Und die Kinder verpassen weniger Schultage. Das finden die zwar oftmals gar nicht so gut, aber wir Eltern haben damit noch ein zusätzlich gutes Gefühl. Ja, ich glaube, Susanne, wir sind alle sehr, sehr stolz auf diese Ergebnisse der Health Stats for Family Studie, weil es eben zeigt, dass eine metabolische Programmierung ist tatsächlich möglich. Das Beste an Health Stats for Family ist ganz ohne Zweifel der Preis. Schuss Plus ist kein Billigprodukt, das ist ein Qualitätsprodukt. Aber wenn ich mal morgen rausgehe mit 30 Handvoll verschiedenen Obst, Gemüse und Beerensorten einkaufe, da komme ich bestimmt nicht mit 2,55 Euro hin. Das ist der Preis hier für Health Stats for Family. Der Preis am Tag für 30 verschiedene Obst, Gemüse, Beerensorten. Und ich kann einfach nur sagen, einfach mal ausprobieren, selbst testen, was es mit uns macht, wenn wir den Körper fluten mit dem Besten aus 30 verschiedenen Obst, Gemüse und Beerensorten. Das war's von unserer Seite. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach zurück zu der Person, die euch eingeladen hat. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und sehen uns vielleicht beim nächsten Video wieder.